Züge der Hessischen Landesbahn prägten seit vielen Jahren das Bild mehrerer Strecken im Taunus. Obwohl diese Strecken alle eine gänzlich andere Geschichte haben, bilden sie heute gemeinsam das sogenannte Taunusnetz und einen wichtigen Bestandteil des Personenverkehrs in der Region. Neben modernen Fahrzeugen kamen bis Dezember 2022 planmäßig die kantigen VT2E zum Einsatz, die einst eine zukunftsweisende Innovation waren und viele Jahrzehnte untrennbar mit den Strecken, auf denen sie eingesetzt wurden, verbunden waren. Von der HLB wurden im Taunusnetz drei Linien betrieben. Die längste führt von Bad Homburg über Friedrichsdorf durch den Hochtaunus nach Brandoberndorf. Sie wird teilweise bis zum Frankfurter Hauptbahnhof durchgebunden, wo die Züge nach Königstein beginnen, die in Frankfurt-Höchst die Hauptstrecken der DB verlassen. Mehr am Rand des Mittelgebirges liegt die kurze Verbindung zwischen Höchst und Bad Soden. Mit dem Betreiberwechsel wurde auch die Linie von Friedrichsdorf nach Friedberg in das Streckennetz aufgenommen. Zuvor kamen hier die Züge des HLB-Wetteraunetzes zum Einsatz. Die Taunusbahn war einst wie viele Nebenbahnen der DB von der Stilllegung bedroht. Während der Bahnhof Gräfenwiesbach bei Streckenkilometer 29 einst über drei Bahnstrecken erreichbar war, wurde er 1985 zum reinen Endbahnhof. Seine beiden Verbindungen an die Lahntalbahn wurden beide eingestellt und auch um die Zukunft der Taunusbahn stand das alles andere als gut. Zur selben Zeit war die Frankfurt-Königsteiner Eisenbahn auf der Suche nach einem geeigneten Fahrzeugtyp für eine Erneuerung ihres Fahrzeugparks. Die einstige Kleinbahn war Teil des Frankfurter Verkehrsverbundes geworden und entschied sich schließlich zur Beschaffung von 8 VT2E des Herstellers Linke Hofmann Busch, die 1987 gebaut wurden. Jeder VT2E bestand aus zwei Teilen, einem Motor und einem Steuerwagen. Die Fahrzeuge wurden für eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h ausgelegt und pro Seite mit 4 doppelflügeligen Einstiegstüren ausgestattet. Mit den VT2E wurde auf der Strecke auch die Einführung des 30-Minuten-Takts möglich und die Bahnhöfe wurden modernisiert und besitzen seitdem Bahnsteige auf S-Bahn-Niveau. Während bei geringerem Verkehrsaufkommen wie hier in Kelkheim-Münster nur einzelne VT2E eingesetzt wurden, kamen im Berufsverkehr auch häufig mehrere Fahrzeuge gemeinsam zum Einsatz. Der Innenraum besteht aus Sitzgruppen, deren Anordnung der Fensterteilung entspricht, sowie einem kleinen Mehrzweckabteil und einer ersten Klasse, die sich im Steuerwagen zwischen Einstiegsbereich und Wagenübergang befindet. Als letzter Zugtyp in der Region verfügte der VT2E über Türen ohne Lichtschranken. Zurück zur Taunusbahn. Mit dem Beginn der 90er Jahre übernahm der Verkehrsverband Hochtaunus die gesamte Strecke zwischen Friedrichsdorf und Gräfenwiesbach. Es begann eine umfangreiche Modernisierung, die mit der Beschaffung von 12 neuen VT2E im Jahr 1992 auch den Fahrzeugpark umfasste. Ein Jahr später übernahm die Frankfurt-Königsteiner Eisenbahn die Betriebsführung und wurde auch zum Pächter der Strecke im Auftrag des VHT. Die positive Entwicklung der Fahrgastzahlen führte zur Reaktivierung des Streckenabschnitts von Gräfenwiesbach nach Brandoberndorf und 2006 ging die FKE in der HLB Hessenbahn GmbH auf. Erst 2006 erhielten die VT2E eine gewisse Konkurrenz, als 10 neue Fahrzeuge des Typs Lind 41 in Betrieb genommen wurden. Diese wurden allerdings zur Angebotserweiterung beschafft und ersetzten keine VT2E, sodass alle Fahrzeuge in Betrieb blieben. Sowohl auf der Taunusbahn als auch nach Königstein fand seitdem ein Mischbetrieb mit den beiden Fahrzeugtypen statt. Während die Königsteiner Linie als RB12 stets bis zum Frankfurter Hauptbahnhof fährt, befahren die meisten Züge der Taunusbahnlinie RB15 nur den DB-Streckenabschnitt nach Bad Homburg. Dabei halten sie auch am Haltepunkt Säulberg und ergänzen so den Taktverkehr der S-Bahnlinie 5.
Nur in den Hauptverkehrszeiten waren die HLB-Züge auch zwischen Bad Homburg und Frankfurt Hauptbahnhof anzutreffen, wenn sie über die Rödelheimer Kurve bis auf die Nordseite des Kopfbahnhofs fuhren. Von hier ging es entweder zurück nach Bad Homburg oder weiter auf die Linie nach Königstein. Der Bahnhof Frankfurt-Höchst an der Königsteiner Linie liegt nur wenige Kilometer vom Frankfurter Hauptbahnhof entfernt und ist über zwei Hauptstrecken erreichbar. Bei den planmäßigen Zugkreuzungen kam es auch hier regelmäßig zu Begegnungen zwischen zwei VT2E, wobei zuletzt meist zwei der drei Umläufe auf der Linie mit Lind gefahren wurden. Auf dem Nachbarbahnsteig an Gleis 11 beginnen und enden zusätzlich die Züge der Sodener Bahn, auf denen die HLB früher mit Dieselzügen unter dem Fahrtrad fuhr, bis der Einsatz eines Elektrotriebzugs des HLB-Werks in Wiesbaden möglich wurde. Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2022 hat sich die Bedeutung des Bahnhofs Frankfurt-Höchst für das Taunusnetz deutlich erhöht. Während der im Bahnhof liegende Gleisanschluss an den benachbarten Industriepark der ehemaligen Farbwerke Höchst zuvor nur dem Güterverkehr diente, werden seitdem auch die neuen Fahrzeuge des Taunusnetzes im Werksgelände betankt. Westlich des Farbwerksbahnsteigs führt das Anschlussgleis an eine neu errichtete Wasserstofftankstelle, denn die neuen Züge fahren mit Wasserstoff anstelle von Diesel und wurden vom RMV im Vorfeld als größte Wasserstoffzugflotte der Welt beworben. Schon vor dem Beginn des planmäßigen Einsatzes fand im November 2022 eine Präsentationsfahrt statt, die vom DB-Werk in Griesheim nach Höchst und in den Anschluss zur Tankstelle führte. Die neuen Fahrzeuge werden als E-Lind bezeichnet und ersetzen alle vorher von der HLB eingesetzten Fahrzeuge im Taunusnetz. Der Betrieb wird nun von der DB-Tochter Staat durchgeführt, womit nur die Infrastruktur ab Frankfurt-Höchst und Friedrichsdorf in den Händen der HLB bleibt. Gerade auf der Königsteiner Bahn, die nie zur DB gehört hat, ist das eine völlig neue Situation. Auch wenn die Oberleitung der Sodener Bahn nun wieder ungenutzt bleibt, ist der Einsatz der emissionsfreien Fahrzeuge ein zukunftsweisender Schritt und ein guter Beitrag zum Umweltschutz. Mit der Aufnahme der RB16 nach Friedberg in das Taunusnetz endete dort der Einsatz der GTW26. Diese wurden zuvor ebenfalls von der HLB im gesamten Wetteraunetz eingesetzt, wobei auch auf den anderen Strecken der planmäßige Einsatz 2022 endete. Mit dem Projekt der S-Bahn-Verlängerung auf die Taunusbahn bis nach Usingen wird sich auch im bisherigen Streckennetz in Zukunft einiges verändern. Der VT2E allerdings gehört nun unwiderruflich der Vergangenheit an, aber seine Bedeutung für die Strecken im Taunus bleibt unbestritten.